Temos o drop? Keine Sorge, Sie sind schon richtig im Sportressort, auch wenn es die Location hier vielleicht nicht sofort vermuten lässt. Und auch wenn es mein Interviewpartner nicht vermuten lässt, der ist nämlich der weltbeste Multipercussionist und trotzdem absolut prädestiniert und legitimiert dazu, über Fußball zu sprechen. Warum, das werden wir gleich erklären und zwar gemeinsam mit Martin Grubinger. Servus. Hallo Michael, danke für die Einladung. Zur Erklärung, wir sind ja im Wiener Konzerthaus, weil du gerade eine Produktion, eine TV-Aufzeichnung hinter dich gebracht hast oder nur teilweise hinter dich gebracht hast. Wir sind da in die Pause reingecrashed sozusagen. Und für die, die es nicht wissen, Martin Grubinger ist passionierter Bayern-Fan, da verrate ich jetzt kein Geheimnis. Und Mitglied. Und Mitglied sogar und ausgewiesener Fußballexperte. Und so nebenbei, behaupte ich jetzt einmal, sitzen die Künstler und die Fußballer ja auch im gleichen Boot, weil keiner so richtig weiß, wie es weitergeht und weil die Künstler sich, so hört man zumindest, ein bisschen vernachlässigt gefühlt haben in jüngerer Zeit von der Politik. Weswegen sich die Einstiegsfrage geradezu aufdrängt. Wie glücklich bist du denn mit der neuen Staatssekretärin? Ja, ich hoffe, sie wird mit Leidenschaft, mit Mut, mit ein bisschen Kreativität an die Sache rangehen. Ich hoffe, sie wird sich tatsächlich den verschiedensten Künstlergegebenheiten und Kunstgegebenheiten anpassen. Es ist ja unglaublich weiteres Feld. Ja. Es gibt unglaublich viele unterschiedliche Zugänge zu Kunst in unserem Bereich. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es auch maßgeschneiderte Lösungen gibt und nicht nur einfach eine Lösung, weil die passt oftmals dann nur für eine ganz kleine Sektion und einen ganz kleinen Bereich in der Kunst und für viele andere nicht. Aber ich wünsche ihr das Beste. Ich kenne sie. Sie ist eine lustige, sie ist eine aufgeweckte, sie ist eine sympathische Frau. Ich denke, sie wird es gut machen. Na, schauen wir mal. Ein Argument, das man auch immer wieder hört, ist, warum dürfen die Fußballer seit kurzem de facto offiziell Mannschaftstraining abhalten, die Musiker allerdings kein Bühnenorchester-Probe-Actchen abhalten? Genau. Sozusagen. Wir sind hier im Konzerthaus, sind sozusagen die Bretter, die für uns die Welt bedeuten. Was wir hier machen, ist eine Produktion fürs deutsche Fernsehen und fürs Wiener Konzerthaus in Kooperation. Ja, das ist tatsächlich die ganz große Frage. Wir achten hier sehr darauf, dass wir alle Regeln einhalten und die Fußballer dürfen sich gleichzeitig in der deutschen Bundesliga weggrätschen, die dürfen Trainings abhalten. Aber dafür nachher beim Jubeln keine Traube bilden. Dürfen, ja, die Hertha aus Berlin hat sich auch nicht richtig dran gehalten, aber im Großen und Ganzen haben sie es gut gemacht. Na, wir hoffen sehr, dass es für uns jetzt dann auch bald losgeht. Ab Juni dürfen 100 Leute in Soll, ab Juli 250, ab August sogar bis zu 1000. Die Salzburger Festspiele planen schon. Es wird losgehen, auch für uns. Hast du dich, bevor es zu diesen Lockerungen oder zu diesen Maßnahmen gekommen ist, ganz ehrlich auch mit dem Gedanken Geisterkonzerte beschäftigt, analog zu den Geisterspielen im Fußball? Ja, wir haben das auch gemacht. Wir haben Geisterkonzerte gemacht, wir haben so Streamingkonzerte gemacht. Ist das leiwand? Nicht wirklich. Weißt du, heute erinnern, ich bin zum ersten Mal seit 3 Monaten wieder hier in so einem Konzertsaal und allein das Feeling, weißt du, der Geruch, die Akustik. Ich meine, wir sehen hier diesen wunderschönen Saal, da passen 2.500 Leute ein. Wenn wir gut spielen, dann kocht es hier richtig wie in einem Fußballstadion. Weißt du, die Leute sind ganz nah dran. Manchmal erinnert mich das hier wie ein englisches Fußballstadion. Die sind wirklich quasi am Solisten dran. Insofern, ich glaube, die Frage habe ich da eh sogar einmal gestellt. So ganz vergleichbar ist es ja nicht, weil ich glaube, das Gefühl, in der 90. Minute das Tor zu schießen, das erlebt ihr so auf der Bühne nicht, oder? Nicht ganz. Aber es kommt natürlich auch vor, dass wir ein übles Konzert spielen und dann hinten raus haben wir noch so einen genialen Moment. Das ist dann wie das Tor in der 90. Minute. Aber es stimmt schon, es ist nicht ganz vergleichbar. Aber wir vermissen natürlich die Atmosphäre. Weißt du, was der Fußballer im Stadion vermisst? Wenn die Südkurve hinten richtig peitscht oder bei Dortmund die Süd, ja, die 25.000 Leute auf einer Tribüne. Das musst sogar du gestehen, dass das ja, auch... Ja, muss sogar ich sagen, dass das richtig toll ist bei den Dortmundern. Das fehlt uns auch. Also in dem Sinne geht es uns wie den Kickern. Uns fehlt die Atmosphäre, dieses Gefühl, wenn du da hinten draußen stehst und schon draußen das Publikum hörst, 2.500 Leute, und dann gehst du rein und dann macht's Back. Aber hilft nicht, wir müssen warten. Und jetzt gibt es ja schon Kritiker beim Fußball und ich zähle ja auch dich zu den kritischen Fußballfans, die befürchten, dass der Fußball jetzt vollends oder endgültig zum TV-Sport verkommt. Ja, ich hoffe nicht. Was macht dieser Gedanke mit dir? Am Wochenende? Ich bin objektiv agieren wollender Journalist, ich habe keine Meinung zu haben. Nein, natürlich ist es ganz was anderes. Irgendwie war es ein bisschen traurig, gell? Man hat dann da die einzelnen Spieler sich zurufen gehört. Aber ich muss dir auch sagen, ich bin so ein Fußballfan, dass ich sage, bevor die Jungs gar nicht kicken, dann schaue ich mir so einen Kick auch gerne an. Und ich muss sagen, war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann doch bei Schalke, Dortmund und auch dann bei den Bayern gegen Union waren ein paar ansehnliche Spielzüge dabei. Aber eine Gala war es jetzt auch nicht unbedingt, was die Bayern bei den Unionen abgeliefert haben, oder? Klassischer Arbeitssieg, oder? Nein, aber kein. Was man vielleicht beobachten kann, ist jetzt nach diesem ersten Corona-Spieltag, ist, es setzt sich vermutlich die Teams durch, die einfach
vom Fußball her weiter und reifer sind, die weniger von der Emotion, von den peitschenden Fans sozusagen getragen sind, sondern die an etwas seriöseren, nüchternen Fußball spielen, auf Basis einer genauen taktischen Vorgabe. Wenn man gesehen hat, Frankfurt, die sehr stark im Heimspiel von ihren Fans abhängen, oder auch Düsseldorf, Paderborn oder auch Schalke, diese Mannschaften dürften ohne ihre Fans, denke ich, ein bisschen größere Schwierigkeiten haben wie diese klinisch gut aufgestellten Mannschaften wie Dortmund, Leipzig oder Bayern. Jetzt wäre wieder ein Guardiola gut bei Bayern München. Ach, ich vermisse ihn immer noch. Michael, du weißt es. Ich bin so ein unglaublicher, wir haben ja mal mit Zlatko Junuzovic drüber geredet, der hat ja damals bestätigt, dass die Guardiola-Mannschaften die härtesten Gegner waren. Und jetzt wäre er natürlich, ich glaube, Geisterspiel ist Guardiola-Time. Das ist eine interessante These, die aber sicher nicht alle so sehen. Also der Guardiola hat sich schon seinen kritischen Stand auch erarbeitet. Absolut. Aber ich denke, dass ein Konzept sich jetzt in diesen Geisterspielen durchsetzt. Ich glaube, die Trainer, die einen echten Spielplan haben, die nicht einfach sagen, Burschen, geht's raus und lasst sich von der emotionalen Welle oder Fans mittragen, sondern die tatsächlich den Gegner sezieren und richtig gute Fußball in den eigenen Reihen haben, die dürften einen Vorteil haben. Deine Bayern sind aktuell auch aus einem anderen Grund in aller Munde, nämlich ob ihrer Großkotzigkeit. So hat es nämlich der DFB-Präsident Keller formuliert, woraufhin dein Chef oder dein Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge wieder zum Konter ausgeholt hat und gesagt hat, also der DFB soll gefälligst zuerst vor seiner eigenen Tür kehren, da gibt es genug Probleme. Trotzdem kannst du die Frage nachvollziehen, sind die Bayern in letzter Zeit zu großkotzig aufgetreten oder war das halt immer so, sind das halt die Bayern? Das ist überhaupt nicht. Ich finde, die haben sich verhalten wie immer. Bei den Bayern muss man sagen, das ist so ein eigener Style. Ja? Die Spieler, die dorthin kommen, die wissen, wir müssen Meister werden, wir müssen in der Champions League ins Halbfinale kommen, wir müssen den DFB-Pokal gewinnen, wir müssen gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und das hat auch was. Diese Mentalität, die man dort lebt, die gefällt mir auch. Ich finde, das ist toll, dass es zumindest in Deutschland eine Mannschaft gibt, die sagt, wir wollen Meister werden. Die anderen sagen immer was, man muss von Spiel zu Spiel denken. Und das halte ich nicht aus. Ich finde das toll, dass da eine Mannschaft hergeht und sagt, wir sind die Besten und das werden wir Woche für Woche beweisen. Mit der Plattitüde haben übrigens wir Journalisten am meisten zu kämpfen. Das Interviewpartner zu uns sagen, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Außer Zlatko Junuzovic, der hat in unserem Interview gesagt, naja, wenn ich ehrlich bin, ich habe schon Wochen voraus an das Liverpool-Match gedacht. Das war total sympathisch. Ich habe mich so gefreut, weil dieses von Spiel zu Spiel ist echt übel, ist, oder? Ein bisschen ist es langweilig. Ja. Unter uns gesagt. Wie geht's denn weiter mit dem Fußball? Was kannst du denn mit Schlagworten wie Salary Cap oder eben analog dazu Gehaltsobergrenzen einführen? Muss der Fußball, pathetisch gesagt, wieder näher an den Fan heranrücken oder an den Bürger heranrücken? Ich denke schon. Ich meine, die machen das jetzt ganz clever. Die DFL hat ein Konzept erarbeitet, das übrigens ein Vorbild auch für uns hier in der Musik sein sollte. Ein Konzept, das wirklich die deutsche Regierung in den unterschiedlichsten Bereichen überzeugt haben dürfte. Und ich glaube, dass dieses sehr Demütige, das sie an den Tag gelegt haben, irgendwie gut war. Sie haben gesagt, wir sind ein großer Betrieb, wir sind quasi eine Fußballindustrie, es hängen 60.000, 70.000 Arbeitsplätze dran. Ich glaube, dass der Ansatz richtig war, dass man sagt, es geht nicht nur um die Millionäre, die kicken, sondern da sind viele, viele Existenzen, die da dranhängen, wenn gekickt wird. Und deswegen habe ich das richtig gefunden. Ich glaube aber auch, Salary Cap macht Sinn. Ich glaube, dass gerade in England, bei Paris Saint-Germain in Frankreich und es hat auch in Italien schon wieder begonnen, es einfach Auswüchse angenommen hat, die schwer nachzuvollziehen ist. Ich glaube, dass die Zeit der Bayern jetzt anbrechen dürfte, weil sie ein Club sind, die seriös, sauber gewirtschaftet haben. Ich glaube, dass es für die Stars vielleicht in Zukunft, Michael, weiß nicht, wie du darüber denkst, wichtiger wird, sich darauf verlassen zu können, dass die Kohle überwiesen wird und vielleicht dann auf ein paar Millionchen zu verzichten, was für die deutsche Bundesliga sprechen könnte. Und ich denke, wir werden im Sommer ein tolles Champions-League-Turnier erleben, wo wir so in einem 2-Wochen-Rhythmus die besten Clubs um die Champions-League-Trophäe rittern werden sehen. Wäre auch gut, weil dann wäre nämlich unser Job auch gesichert. Das wäre toll, weißt du, so alle 2-3 Tage so ein harter Fight zwischen den ganz großen Clubs. Alle gewonnen. Eine letzte These mag ich dir zum Abschluss noch an den Kopf werfen, die jetzt auch natürlich grassiert rund um die Corona-Problematik. Die lautet, wenn diese Clubs jetzt alle zumindest einmal über die Corona-Krise hinwegkommen und das überleben, dann schlägt womöglich die Stunde der Investoren. Also dann müssten vielleicht auch die sogenannten Anti-Commerz-Clubs sich eingestehen, ganz so schlecht wäre es schon nicht, wenn wir jetzt ein paar Millionchen, wenn du gesagt hast, von einem strategischen Partner bekommen würden. Ist das ein realistisches Szenario? Und wenn ja, was macht der Anti-Commerz-Fußball-Fan Martin Grubinger mit diesem Gedanken? Das ist eine gute Frage. Ich denke, diese berühmte 50-plus-1-Regel, wie sie es in Deutschland nennen, die wird fallen.
Denn es wird Clubs geben, Werder Bremen, Schalke 04, die wahrscheinlich frisches Geld brauchen werden, um überhaupt zu überleben. Werder wird es wahrscheinlich erwischen, die werden absteigen und dann wird die deutsche Liga vor der Frage stehen, kippen wir 50 plus 1 oder sind diese Clubs weg vom Fenster wirtschaftlich? Insofern, die Frage steht sicher an. Ob ich das gut finde, ich weiß es nicht. Ich hänge an Werder. Ich finde, es ist ein unglaublich sympathischer Club zum Beispiel. Ich finde auch, Schalke muss in die Bundesliga, muss in der Bundesliga sein. Das ist ein Traditionsclub mit tollen Fans. Wie weit würdest du denn in der Kunst gehen? Wie sehr würdest du dich vermarkten oder verkaufen? Was hältst du von einem strategischen Partner, wenn du jetzt auf einmal Martin Red Bull Grubinger heißt? Oder so? Ja, schwierig, schwierig. Also wenn ich habe ein Ensemble, das heißt der Percussive Planet, wenn das Ensemble dann heißt the Red Bull Percussive Planet oder Red Bull Percussion, ich weiß es nicht. Ich denke aber, die Frage wird sein, es kann in zwei Richtungen gehen. Das eine kann sein, dass wir uns sozusagen downgraden auf ein wirtschaftliches Umfeld im Fußball wie in der Kunst, der es allen ermöglicht, weiterzumachen. Wenn es aber bei diesen Auswüchsen auch in beiden Bereichen, bei Gehältern, bei Gagen und so weiter bleibt, dann wird man Investoren suchen müssen und vielleicht ganz neue Dinge erleben. Aber ich denke, vielleicht, Michael, geht es in die andere Richtung, dass man sagt, okay, es verdient vielleicht der Kicker jetzt nicht 25 Millionen, sondern nur mehr 8 oder 7 Millionen. Und kann sich auch noch ein Leberkassemmel am Tag leisten. Kann sich auch noch ein Leberkassemmel beim Spar kaufen. Insofern, ich bin gespannt, was denkst du, was wird kommen? Ich mache es jetzt klassisch österreichisch, es wird so ein Mittelding werden. Mhm. Also es wird wahrscheinlich so, ich glaube schon, dass es was für sich hat, wenn man sagt, der Fußball muss wieder näher an den Bürger heranrücken. Und ich glaube auch, dass diese Traumgagen oder diese irrwitzigen, wahnsinnigen Gagen wahrscheinlich so leicht nicht mehr fließen werden. Man hat ein bisschen einen Vorteil gehabt, indem man jetzt, das ist der große Vorteil im Vergleich zu uns in der Musik, nämlich wir hängen total von diesem Live-Momentum, dass wir hier in diesem Saal spielen und 2.500 Leute im Saal sind. Auch weil es heißt, mit Plattenverkäufen macht man eh kein Geld. Genau so ist es. Wir leben von diesen Live-Konzerten. Die deutsche Bundesliga, der Fußball zum Beispiel, der lebt von den Fernsehgeldern. Ja? Das tut ihnen weh, dass das Publikum nicht da ist, aber es ist nicht existenzbedrohend. Insofern haben sie den großen Vorteil, dass sie jetzt dieses Medium bespielen können. In Österreich ist das teilweise natürlich schon wieder anders. Ist anders, oder? Die Einnahmen aus Zuschauer-Ticketverkäufen natürlich wegfallen, ist natürlich ein großes Thema, gerade bei Vereinen wie Rapid oder sonstigen vermeintlichen Traditionsvereinen. Das heißt, die hängen nicht so stark an den Fernsehgeldern. Auch eine andere Diskussion, aber dass es international natürlich in Richtung TV-Liga geht, lässt sich wahrscheinlich schwer wegargumentieren. Ja. Du, aber ich habe eine Frage, nachdem ich ja bei euch auch jetzt, ein bisschen... Jetzt nimmt er mich in die Mangel, Journalist. Das interessiert mich. Das war auch das letzte Mal. Auf einmal war völlig vertauschte Rollen. Ich war nur mal Passagier, hab nur mal zuhören nachdem müssen. Nachdem ich ja quasi Hobby-Kolumnist sonntags bei euch in der Zeitung sein darf, hochdekorierter Hobby. Hätte ich eine Frage, was war, wenn wir mal so ein FC Krone gründen würden? Oh. Es gab doch sicher ein paar. Klaus Bandi als Libero. Klaus Bandi als Libero. Peter Franeder als Stoßstürmer. Ja. Aber das machen wir. Das hätte was. Wir sind hiermit dokumentiert mit dieser Idee. Die trage ich jetzt an die Geschäftsführung. Du machst einen Vereinspräsidenten, der spielt. Das Playing Manager. Playing Manager. In der Premier League. Ja. Den machen wir. Aber da sind wir im Geschäft. Cool. Ich würde es gerne die Hand drauf geben, aber das geht in Corona-Zeiten schwer. Also, wir haben hiermit den Deal besiegelt. Wir halten Sie am Laufenden, was den FC Krone angeht. FC Krone wird super. Vielen Dank für deine Zeit. Viel Spaß noch beim Aufzeichnen. Danke, danke. Danke fürs Zuschauen. Wiederschauen. Ciao. Und aus.